Wir haben für dieses Video einige der unangemessensten Flirts aller Zeiten für euch rausgesucht. Mit dabei sind heftige Annäherungsversuche zwischen Ärzten und Patientinnen, schockierende Flirts von Prominenten und soziale Experimente, die viel zu weit gingen. Do you wanna go have s***? No, I do not. Es wird also pikant und unterhaltsam, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und übrigens, ein einzelner Flirt in diesem Video ist tatsächlich gestellt und nicht echt. Schreibt uns am Ende mal in die Kommentare, welcher eurer Meinung nach fake war. Beginnen wir dieses Video mit einem der deplatziertesten Flirts aller Zeiten. Im April 2023 wurde die 38-jährige Mexikanerin Lydia Badillo nämlich von einem amerikanischen Polizisten angehalten. Der Grund? Badillo stand unter Verdacht, zwei junge Frauen in ihrem Auto über die Grenze geschmuggelt zu haben. Also befragte der Cop die junge Frau. Diese wich seinen Fragen aber aus und behauptete, mit ihren Freundinnen feiern gehen zu wollen. Dann fing sie auf einmal an, das Gespräch bewusst in eine flirty Richtung zu lenken. Sie knöpfte ihr Oberteil weiter auf und versuchte, den Polizisten mit Komplimenten und Andeutungen zu verführen. Just wait for me right here, okay? You don't have anything. I'm looking at your eyes. Sorry, sir. What? I'm looking at your eyes. Why? Because you look pretty handsome. Oh. Der Polizist ließ sich jedoch nicht auf die Flirtversuche ein. Im weiteren Verlauf der Befragung fand er dann heraus, dass es sich bei den Mitfahrerinnen von Badillo tatsächlich um zwei flüchtige Frauen aus El Salvador handelte, die gefälschte Ausweise bei sich trugen. Wenig später verhaftete er dann Badillo. Übrigens müssen es aber nicht nur Verdächtige sein, die mit Polizisten flirten, sondern es geht auch andersrum. Dieses TikTok hier filmte zum Beispiel einen Polizisten, der sich während einer Befragung einer Verdächtigen annäherte und sie sogar küsste. Aber es kam noch krasser. Am Ende ließ er sie dann die Tür zu seinem Polizeiauto öffnen und verschwand mit ihr auf die Rückbank. Machen wir weiter mit diesem Fernsehreporter, der eigentlich Leute zu Black Lives Matter-Protesten in Los Angeles befragen wollte. Als ihm diese junge Frau vors Mikro trat, fing er aber plötzlich an, ganz andere Fragen zu stellen. Are those your real eyelashes? No. Because they look, I like them. Oh, thank you. You're very beautiful. Oh. Are you single? Mm-hmm. Oh, you are? Yes. Where are you from? Er fragte viele persönliche Dinge und versuchte offensichtlich zu flirten. Man sah der Frau schon an, dass das Ganze ihr eher unangenehm war, aber trotzdem fuhr er fort und stellte zum Beispiel sicher, dass sie auch über 18 ist. Als sie ihm dann nicht verraten wollte, als was sie arbeitet, fragte er sie sogar noch, ob sie eine Prostituierte sei. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, bekam der Reporter übrigens einen Shitstorm vom Allerfeinsten und wurde von vielen als der lüsternste Interviewer aller Zeiten bezeichnet. Als nächstes kommen wir zu einem sehr geschickten Flirt, den der amerikanische YouTuber Andrew Hales zunächst sehr unterschwellig einfädelte. Und zwar besuchte er den Campus eines Colleges in Los Angeles und fragte dort Studentinnen, ob sie mit ihm vor laufender Kamera eine Szene aus dem berühmten Liebesfilm Wie ein einziger Tag nachspielen würden. Was die Studentinnen allerdings nicht wussten, war, dass es sich um diese Szene hier handelte, die in einem der romantischsten Filmküsse aller Zeiten endete. Also fing Andrew an, mit den ahnungslosen Studentinnen die Szene vorzutragen. Als es dann zu der pikanten Stelle kam, reagierten diese aber ganz unterschiedlich. Einige blockten an dieser Stelle ab. Still isn't over. Still isn't over. Okay. Andere ließen sich aber auch voll drauf ein und küssten den charmanten YouTuber tatsächlich. Insbesondere eine Studentin namens Becker war sogar so angetan von der Szene, dass sie die Kussszene gleich mehrmals mit Andrew nachspielte und das sogar auf sehr intime Art und Weise. Das Krasse war, keine dieser Interaktionen war gestellt. Daher erhielt das Video auch schnell über 20 Millionen Views und es gab auch kaum Kritik von den Zuschauern, dass das Video in irgendeiner Form unangemessen sei. Tatsächlich war es aber Andrew Hales selber, der das Video Jahre später in einem persönlichen Vlog wieder aufgriff und sagte, wie sehr er sich für das Video im Nachhinein schämt und dass sein damaliges Verhalten sehr übergriffig sei, auch wenn alle Mädchen freiwillig mitgemacht haben. Er habe unterschwellig die Drucksituation vor der Kamera ausgenutzt und das nur für Klicks. Aus diesem Grund löschte er das Video dann auch vollkommen von sich aus.
Aber was meint ihr? Ging sein Verhalten hier rückblickend betrachtet wirklich zu weit oder war das Video vollkommen legitim? Schreibt es mal in die Comments. Andrew Hales ist übrigens nicht der einzige auf unserer Liste, der einen unangemessenen Flirt im Nachhinein bereute. Genauso erging es auch Mary Beth Haglin. In ihrem ersten Jahr als Lehrerin an einer Highschool fing die damals 24-Jährige nämlich an, mit einem 17-jährigen Schüler ihrer Abschlussklasse zu flirten. Zunächst schrieben sich die beiden im Unterricht romantische Zettel mit flirty Anspielungen hin und her. Dann fingen die beiden aber auch an, sich gegenseitig verruchte SMS und sogar freizügige Selfies zu schicken. Schließlich wurde aus dem unangemessenen Flirt dann sogar eine waschechte Affäre und die Lehrerin und der Schüler trafen sich regelmäßig privat und wurden miteinander intim. Als das Ganze schon 6 Monate im Gange war, hatte Mary Beth Haglin dann aber einen Sinneswandel. Ihr wurde plötzlich klar, dass das Ganze viel zu weit gegangen war, sodass sie sich tatsächlich selbst bei der örtlichen Polizei verhaften ließ. Wie sich herausstellte, war dies genau die richtige Entscheidung. Sie verlor zwar ihren Job, aufgrund ihrer Selbstanzeige entschied der Richter aber, dass sie lediglich für 90 Tage ins Gefängnis muss. Andere Lehrkräfte, deren Affären mit Schülern aufgeflogen waren, hatten in den USA zuvor teilweise sogar Gefängnisstrafen von über 10 Jahren bekommen. Der nächste unangemessene Flirt auf unserer Liste zeigt, dass man mit einem Flirt nicht nur seine Beziehung, sondern auch seinen Ruf für immer ruinieren kann. Denn genau das hat Nico Legert, der Sohn von TV-Promi Thorsten Legert, geschafft, als er 2022 an Temptation Island teilgenommen hat. Bei Temptation Island werden 5 Paare für 2 Wochen voneinander getrennt und in 2 verschiedenen Villen untergebracht. Dort treffen sie dann auf junge, attraktive Frauen und Männer, die die Aufgabe haben, die Kandidaten zu verführen. Das ganze Prinzip der Show ist also, dass Paare ihre Treue testen. Und genau das wollte Nico Legert auch tun. Zu dieser Zeit war er 2 Jahre mit seiner Freundin Sarah zusammen und wenn bei Temptation Island alles gut geht, wollte er ihr danach sogar einen Antrag machen. Aber es kam alles anders, denn Nico war scheinbar so dumm, vollkommen in die Fallen der Show zu tappen. Schon an den ersten Abenden fing er an, sehr offensiv mit einer der Verführerinnen, der hübschen Siria, zu flirten. Neben Sprüchen und Blicken kamen sich die beiden dabei schon gefährlich nah. Aber die Höhe kommt erst noch. In der 10. Folge nahmen die Kameras nämlich einen der heftigsten Momente der Temptation Island Geschichte auf. Nico und Siria waren nämlich in einer Nacht zu sehen, wie sie heimlich in ein Badezimmer schlichen. Der Grund, dort sind keine Kameras. Was die beiden allerdings nicht bedachten, war, dass die Mikrofone trotzdem alles mitbekamen und daher eindeutig bewiesen, dass es Nico und Siria im Badezimmer miteinander taten. Im Nachhinein gab Siria dies im Interview auch offen zu. Nico hatte seine Freundin von 2 Jahren also vor einem Millionenpublikum betrogen und gedemütigt. Und noch mehr. Im Nachhinein gab er seinen Fehltritt nicht mal mehr zu und räumte schlussendlich sogar ein, dass er nicht aus Liebe zu seiner Freundin, sondern nur für die Reichweite zu Temptation Island gegangen war. Unser nächster Moment wurde von der Überwachungskamera eines Waschsalons in England aufgenommen und er zeigt einen Annäherungsversuch, den man schon nicht mal mehr Flirt nennen kann, einfach weil er so unangemessen war. Zu sehen ist dort die 28-jährige Hayley Bray, die gerade die Wäsche aus ihrer Maschine nimmt. In diesem Moment kommt ein junger Mann herein, den Bray freundlich begrüßt. Dies scheint der Mann jedoch falscherweise als eine Einladung aufzufassen und geht Bray, naja, buchstäblich an die Wäsche. Diese wehrte sich natürlich sofort, aber dabei beließ sie es nicht. Danach besorgte sie sich das Überwachungskamera-Video und schickte es unzähligen Zeitungen, um auf solche Übergriffe auf Frauen aufmerksam zu machen. Machen wir weiter mit einer ganzen Reihe von unangemessenen Flirts, die allerdings eine uralte Frage beantworten sollten. Was passiert, wenn man eine fremde Person, statt sie mit einem subtilen Spruch anzusprechen, einfach ganz direkt fragt, ob sie es mit einem tun will? Und vor allem macht es einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau einer fremden Person diese Frage stellt. Dafür filmte die Crew vom YouTube-Channel Whatever gleich 2 soziale Experimente. Eins, bei dem ein Mann 100 fremden Frauen auf offener Straße genau diese Frage stellte und eins, bei dem eine Frau 100 fremde Männer fragte, ob sie, naja, ihr wisst schon. Und die Ergebnisse waren durchaus interessant.
Während fast alle Frauen die Frage teilweise belustigt, teilweise aber auch empört verneinten, gab es tatsächlich eine Reihe von Frauen, die vielleicht antworteten und offen dafür waren, ihre Nummern zu vergeben, auch wenn keine von ihnen an Ort und Stelle Ja sagte. Bei den Männern sah das Ganze etwas anders aus. Die meisten Männer wirkten einfach nur verwirrt und irritiert und der Großteil ließ sich nicht auf die plumpe Anmache ein. Allerdings gab es auch einen großen Teil von Männern, der direkt eine Chance witterte und sehr positiv auf die Frage reagierte. Am Ende sagten immerhin 30 von 100 Männern an Ort und Stelle Ja. Der nächste Flirt ist vor allem deshalb unangemessen, weil er an einem Ort stattfand, an dem die Professionalität das Flirten eigentlich verbietet. Dieser Arzt empfing eine Patientin in einer Gemeinschaftspraxis. Die Behandlung begann zuerst harmlos. Im Laufe des Gesprächs näherte er sich unter verschiedenen Vorwänden jedoch immer wieder der Frau an. Diese ließ sich ab einem gewissen Punkt aber sogar darauf ein und die Kameras filmten den ganzen Rest. Als nächstes kommen wir zu einem Mann, der unangemessene Flirts tatsächlich zu seinem Beruf gemacht hat. Gemeint ist der Pickup-Artist Kevin S., der nicht nur andere Männer im Verführen von Frauen coacht, sondern sich auch regelmäßig mit versteckter Kamera dabei filmt, wie er fremde Frauen anspricht und versucht, sie rumzukriegen. Dies tat er zum Beispiel auch in diesem Clip. Dort sprach er eine junge Frau in einem Kaufhaus an und verwickelte sie in ein Gespräch. Tatsächlich schaffte er es, das Gespräch sogar bis in ein Café weiterzuführen. Selbst als er erfuhr, dass sie einen Mann hat, ließ er aber nicht locker. Erstaunlicherweise fuhr er tatsächlich danach mit ihr nach Hause. Was meint ihr? War dies unangemessen von der Frau oder unangemessen von Kevin? Auch Promis können übrigens für sehr unangemessene Flirts sorgen. Und das auch vor laufender Kamera. Das beweist Russell Brand. Als er vor 10 Jahren zu Gast in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon war und von Catherine McPhee abgelöst wurde, ergriff er nämlich die Gelegenheit, aggressiv mit ihr zu flirten. Viele Zuschauer erachteten vor allem seine Körperlichkeit als übergriffig, allerdings sagte Catherine McPhee im Nachhinein, dass für sie alles vollkommen in Ordnung gewesen sei. Der nächste Flirt ist wirklich extrem unangemessen, denn dieser junge Mann erwischte seinen eigenen Vater auf einem Date mit seiner Freundin. Aber seht selbst. Are you seriously cheating on me with my dad? Are you seriously cheating on me with my dad? Are you serious? What is this about money? It's always about money. You know he lost all his money in the stock market, right? Auch über Chat kann es natürlich zu unangemessenen Flirts kommen, wie zum Beispiel in diesem eBay-Kleinanzeigen-Chat. Da hat wohl wer den Zweck von Kleinanzeigen nicht begriffen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu diesem vermeintlich unangemessenen Flirt. Während dieses Ehepaar in einem Restaurant essen war, fand die Kellnerin, die die beiden bediente, nämlich scheinbar auf einmal Gefallen an dem Ehemann. Sie sprach ihn immer wieder an, machte ihm Komplimente und so weiter. Seiner Frau gefiel das Ganze aber gar nicht. Sie sagte ihrem Mann, wie komisch sie das findet, und schaute die Kellnerin ernst an. Als die Kellnerin dann sogar anfing, ihren Mann zu betatschen, riss ihre Reißleine. Sie drohte, dass sie sofort mit ihrem Essen beschütten würde, wenn die Kellnerin nicht aufhört, mit ihrem Mann zu flirten. Erst in diesem Moment wurde die ganze Sache aufgelöst. Die Situation war nämlich gestellt und Teil eines sozialen Experimentes. Die Ehefrau nahm es am Ende mit Humor und hat wohl unfreiwilligerweise unter Beweis gestellt, wie wichtig ihr die Treue ihres Mannes ist. Und was glaubt ihr, welcher Flirt fake war? Außer natürlich der letzte, der ja sowieso gestellt war. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten abonniert unbedingt Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.